zu etwas, was ins Bereich der Mental Magic geht, der mentalen Magie. Hat einen englischen Titel, dieses Experiment nennt sich Imagination, Vorstellungsvermögen. Darum geht es. Ja. Darf ich bitten, haben Sie dieses Vorstellungsvermögen? Wir probieren es. Es passiert ja nichts, keine Angst, keine Angst. Eine Hand flach aufhalten, ich lege Ihnen vier Karten ab und die andere Hand drauf. Das ist alles, was wir tun. Und jetzt frage ich Sie, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt zwischen Ihren Händen vier Spielkarten haben? Kann man das ist doch nicht ist so leicht. Wissen Sie, warum es leicht ist? Weil es wirklich vier Spielkarten sind. Noch etwas. Können Sie sich vorstellen, dass auf der Bildseite dieser vier Karten die Bilder von vier Damen sind, der vier Damen eines Kartenspiels, Herz, Pik, Karo und Treffen. Können Sie sich das vorstellen? Ist auch leicht. Wissen Sie, wieso es leicht ist? Sind wirklich die vier Damen. Und jetzt passen Sie auf. Ich nehme zwei Damen gleicher Farbe unsichtbar hier in meine Hände. In Ihrer Imagination, vor Ihrem geistigen Auge. Was sehen Sie? Habe ich hier die zwei roten Damen oder die zwei schwarzen Damen? Wunderbar, wie die Damen das erkennen. Sie haben gesagt, Sie haben keinen roten. Du bist der Closer. Von diesen beiden roten Karten gebe ich jetzt so wie der Herr vorhin. Eine verkehrt hier zurück und die andere normal zurück. Und jetzt stellen sich die rote Dame bildhaft vor, von der Sie meinen, dass ich sie verkehrt reinstecke. Welche Dame habe ich verkehrt? Das ist großartig. Ich muss Ihnen sagen, ich muss Ihnen gratulieren, denn wenn Sie jetzt genau nachschauen werden, werden Sie sehen, dass hier eine Karte, nämlich die Kartenwand, drin liegt. Und das Tolle ist, ich habe schon im Voraus gewusst, dass Sie in Ihrer Imagination, in Ihrer Imagination nur von den vier Damen die Kartendame auswählen werden, denn ich habe die als einzige aus einem Spiel mit roten Rücken genommen. Das ist doch gut. Damen auswählen wird, habe ich die drei anderen Damen, die ich da überhaupt nicht genommen habe.